Hallo? Hallo, 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 hallo. Weiter geht's mit Kock. Willkommen da, ich bin der Lars. Ich grüße euch mal wieder herzlich von meiner grandiosen Rathaus Nr. 10er Base. Lange nicht mehr hier gewesen, jetzt sind wir wieder am Start. Wenn mal kurz was, seht ihr den Unterschied? Ich habe was geswitcht und ich habe... Was habe ich denn geswitcht? Schreibt es in die Kommentare. Nein, ich habe hier. Ich habe Klamburg geswitcht mit dem Kollegen Rathaus. Die haben sich nicht mehr so gut verstanden auf der Seite. Der wollte halt mehr nach vorne. Nee, ist aber besser, damit ich meinem Rathaus ein bisschen besser beschütze. Ebenso bin ich legendär mit dem Pokal nach oben gegangen. So hoch es auf jeden Fall geht zurzeit. Also ich habe den Pokal mitgenommen, so gut es geht. Ganz einfach, weil ich loot-technisch nicht ganz so viel finde, kann man den ganzen Rotz dann einfach sich über den Bonus gönnen. Maximale Beute mit Bonus hier sind 200k plus 1220 Dunkles. Hab sogar dann in einer Stunde gestern knapp 5, 6 Mille gefarmt für den nächsten Bogiturm. Wie sieht es denn aus mit den Bauarbeitern? Übersicht for the win, Update. Bogenschützenturm ist in einem Tag 4 Stunden fertig. Luftabwehr, 3 Tage, das ist die letzte Luftabwehr. Bogenschützenturm ist gestartet, 5 Tage. Genauso, also der zweite, der dritte ist auch schon gestartet. Bohrer für Dunkles ist zwischendrin auch noch gestartet, einfach um Elixier ein bisschen rauszuhauen. Ja, Clan War-mäßig bin ich erstmal nicht dabei, weil ich letzten Clan Wars, weiß ich nicht, total unkonzentriert angegriffen habe und einfach mit der Base hinterhergekommen bin. Ich hatte teils 3 Bauarbeiter free for all, deswegen einfach mal gedacht, gehen wir raus kurz. Obwohl jetzt, wir schauen kurz drauf, neues Jubiläumsereignis mit doppeltem Clan-EP. Feier das Jubiläums, bla bla bla, Clankrieg bis zum 14. April mit doppeltem... Oh, Live-Angriff! Es ist gerade ein Live-Angriff, hier kurz mal reinschauen. Und ich werde mich wohl dann für den nächsten Clan-War wieder melden, weil ist zurzeit Pflicht. Oh. Oh. Das sieht ja nach 3 aus. Nein, doch, die Zeit ist vorbei. Oh. Hä, warum hat der gerade erst jetzt das angezeigt? War das ein anderer Kampf? Komisch, wir schauen mal kurz hier. Ja, ich werde mich dann für den nächsten Klammer wieder melden. Dann passt es auf jeden Fall. Zurzeit haben wir einen übermächtigen Gegner, den wir so gut wie gar nicht packen, weil der einfach nur übermächtig total krass ist. Und da ist dann nicht mehr drin, wie zurzeit halt möglich. Ich glaube sogar eine kleine Nachricht wurde geschrieben von wegen, Leute, greift an, nimmt so viele Pokale, nimmt so viele Sterne mit wie möglich, damit wir auch damit wir EP-mäßig was dazu bekommen wegen doppelter EP. Das lohnt sich auf jeden Fall für den Clan. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr hoher Clan. Mit sehr, sehr krassen Boys hier. Kann ja passieren, dass wir dann hier verlieren. Das ist ja gar kein Problem. Man kann, weißt du, man gewinnt ja nicht immer. Schau mal kurz auf den Angriff hier von Kuppi. Reißt an die Nummer 18. Man sieht, das ist auch ein fast gemaxter Rathaus Nummer 9er. Am Start hier die Mauern und Heldenfinder ein bisschen. Eine Anti-3-Sterne-Base. Und ich denke mal, das wird leider nur ein Two-Star. Vielleicht sogar nur ein One-Star. Nicht ganz optimal, dieser Angriff. Von der Seite angegriffen, wo man nicht angreifen sollte. Meistens ist es ja bei den Anti-3-Sterne-Bases, dass man nicht von der Rathausseite angreifen soll. Hat er gemacht. War nicht ganz so gut. Wir schauen kurz auf die Gegner. Das sind die Warrior. Die haben schon 62. Die haben schon 2. Alter, Schwede. Feindliches Team hier. Gewonnene Kriege 314. Okay. Level 10. Wir sind Level 8 gegen Level 10. Ja, Siegesserie 7. Wir hatten eine Siegesserie von 4. Die ist dann wieder hin. Wir schauen kurz auf, wie sieht es denn aus bei uns hier. Ja, die haben ja viele auf 2, einige auf 3 gedrückt. Die sind auf jeden Fall gut dabei. Und ja, willst du da machen? Wenn so übermächtige Gegner kommen, die halt ein bisschen stärker sind, dann hat man halt keine Chance. Matchmaking ist immer noch ein bisschen broken seit dem Update. Keine Ahnung, was da los ist. Die haben ja einen Patch drüber geballert. Trotzdem bringt das noch nicht ganz so viel. Hm. In 1 Tag und 8 Stunden sind übrigens die Mauerbrecher gemaxt auf dem maximalen Level. Wunderbar, haben die richtig dicken Bomben. Haben nicht mehr solche Bombenmänner an, sondern so Bombenfässer und rasieren dann gegen den Strich. Richtig geil sehen die aus da mit den dicken, fetten Bomben. Und danach habe ich mir vorgenommen, die Valkyren abzugraden, weil die Valkyren gemaxt mit dem neuen Level, guck mal, da sieht man Titten, gemaxt mit dem Level echt stark sind. Also seit dem Patch, seit dem Update mit den neuen Valkyren-Level sind die echt super, super stark. Und ich werde dann mal anfangen, die hochzuziehen. Sind erst 3 bei mir, 2, gehen dann auf 3, dauert 10 Tage. Das ist wieder noch ein paar Monate, wieder bestimmt noch einen Monat dauern, bis sie auf maximalen Level sind. Trotzdem können wir schon mal starten. Die Schweine, glaube ich, nicht ganz so stark für Rathaus 10, aber die Valkyren sind sehr, sehr mächtig. Das ist so der Plan. Oder ich mache Pekka. Ich kann auch einen Pekka machen, weil Pekka ist Go-Wipe G. Guck mal, das Schwert guckt so raus. Weil Go-Wipe kannst du auch noch spielen gegen so komische Bases, wo meine Gullens immer im Kreis laufen. Wäre auch eine Überlegung, weil ich das Problem habe bei so, wie gesagt, ich greife viel mit Golems an und wenn so eine Anti-Golem-Base, nenne ich sie mal, einfach 2 Ringe, einmal einen Außenring und einen inneren Ring. Und im inneren Ring ist quasi ist das Rathaus, außen der Ring ist überall die Verteidigung. Und dann laufen die Gullens im Kreis, dann bekomme ich meistens das Rathaus nicht in der Mitte. Dann wird es immer nur ein One-Star. Habe ich echt Probleme, dermaßen Probleme. Und deswegen, vielleicht mache ich doch die Packers erst danach. Obwohl ich Packers eigentlich hasse. Packers sind kacke. Aber Gorewipe ist halt einfach mal eine Angriffsstrategie, die meistens zu 2 Sternen führt. Ist so.
Miradas 9 habe ich sie gehasst, deswegen auch nicht hochgezogen. Rathaus 10. Überlegen. Könnt ihr gerne die Meinung reinschreiben in die Kommentare, was ihr als nächstes hochziehen soll. Pekka oder die Valkyren. Wie gesagt, bis die Valkyren halt einsatzbereit sind, dauert es noch ein paar Tage. Den Bowler habe ich auch noch nicht. Habe noch nicht hier meine dunkle Kaserne geupgradet. Aber erstmal schauen wir jetzt kurz nach, ob wir einen spannenden, kleinen, knusprigen Gegner finden, den wir auf jeden Fall auf einen Stern drücken. Ganz wichtig ist, ich suche mir einen Gegner raus. Am besten hat der Loot und am besten schaffe ich mit einem Queen Rock, weil ich fahre noch mit Queen Rock den einen Stern. Ich muss niesen. Kleinen Moment, muss ich kurz muten. Uiuiui. So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Musste kurz niesen. Was haben wir denn hier? Kein Gegner, der machbar ist. Also immer schon darauf achten. Hier zum Beispiel könnte man perfekt einen Queen Walk machen. Loot-technisch würden wir nichts bekommen, aber es. Ich glaube, das machen wir. Komm. Machen wir hier einen schönen, kleinen, knackigen Queen Walk. Wie schon erwähnt, es ist Loot da, meist in der Mitte in den Lager und dann gehe ich halt nicht rein, weil ich die Queen benutze und ich glaube, wenn man im Kreis mit der Queen hat easy die 50%, vielleicht sogar 60, 70 und kriegt dann fast 200k von beiden plus über 1000 Dunkles durch den Bonus und das lohnt sich. Das lohnt sich einfach. Einfach mit Queen Walk arbeiten ist immer richtig geil. Ist und am besten kein Rathaus Elva angreifen. Warum? Weil Rathaus Elva mit der Adler-Artillerie sind böse. Du kannst echt schön hier Bogenschützen setzen, schön die Außengebäude sich gönnen. Ich bekomme sogar das Gold, das ist richtig geil. Ah, ist das eine schöne Base. Das ist eine perfekt gemachte Base für den Queen Walk. Das liebe ich doch! Wir müssen hier keinen Blutzauber benutzen, immer schön auf das Leben der jungen Dame achten, namens Queen. Nimm alles mit, was geht. Luftabwehr sollte nicht schießen, Inferno sollte auch nicht im Range sein. Perfekt! Besser kann es nicht laufen. Wir droppen mal hier den Blutzauber. Ja, sieht doch gut aus. Oh, die Luftabwehr kann doch schießen. Fuck, egal. Trotzdem schaffen wir easy die 50%. Könnte nur sogar den King nochmal rausholen, wenn wir Bock haben. 45 haben wir schon. Ja, kein Problem. Er läuft nochmal hier kurz rum. Haben sogar ein Goldlager bekommen. Wir zünden mal den King, damit er hier ein paar Prozente noch holt. Jetzt geht die Queen ein bisschen rein. Ein bisschen doof. Aber egal. Ein bisschen rein, ein bisschen doof. 49, jetzt schon bei 50%. Zünden die Queen nochmal kurz. Nehmen noch ein bisschen was mit. Und gehen jetzt raus mit einem 52% Angriff. Nur ein bisschen Loot, aber rechnet mal oben den Bonus drauf. Haben wir also über ein haben wir quasi über 250.000 Gold bekommen und fast 200k Elixier und über 1.300 Dunkles für so einen laschen 50% Angriff. Obwohl er kein Loot hat. Das heißt, das Geile an dem Bonus ist selbstverständlich. Ich habe zwei Golems. Ach, zum Spenden. Brauche ich mal einen Golem? Golem plus Gift. Golem, Gift. So, Def. Ich habe gesehen, dass viele Golems brauchen, deswegen habe ich vielleicht ein paar ausgebildet. Pekka Clan War, nein, egal. Fuck, jetzt braucht keiner mehr einen Golem. Mist, ich habe die extra ausgebildet, um zu sagen hier im Video, ich bin voll der krasse Spender. Golem, Golem, Dev, Dev. Ich könnte auch hier natürlich einen Golem reinballern. Naja, geht nicht mehr, der hat nur 30 Platz. Der hat nur 30 Platz. Ein Giftzauber, Magier wären top. Bogis, Riesen, achso, das ist alles zur Verteidigung. Pekka, Mist. Ja, warten wir ab, bis jemand wieder einen Golem braucht für den Clan War. Sehen wir ja dann. Und wir werden wieder ausbilden, also ihr kennt das ja, hat sich nichts geändert. Immer schön 6 junge Damen hier und den Rest dann wird mit Bogenschützen aufgefüllt. Also Leute, ein Tipp von mir, wenn ihr keinen Loot findet, geht mal hoch mit den Pokalen. Ihr müsst ja nicht gleich Champion gehen, ich weiß ja nicht, welches Rathaus ihr seid, aber mit einem Queen Warp, mit einer geilen Queen, kommt man auch mit Rathaus Nummer 9 in Champion ohne Probleme. In die Champions League, dann seid ihr richtig geil und ja, seid ihr richtig gut. So, hier nochmal 25 ausbilden, dann passt das. Alles Klärchen, nochmal hier ein davon. Ich glaube, ich habe meinen letzten Gift gespendet, habe ich nicht, also kann ich hier noch einen bauen. Wunderbar, sieht doch alles ganz geil aus. Ja Leute, die Base nimmt immer noch Form an, das gefällt mir, dass alle Bauarbeiter wieder beschäftigt sind. Der Plan ist es auch, diese Woche die Queen auf 39 zu pushen. Ich frage mich gerade, wie spät haben wir es? Ja, doch, diese Woche. Ich will gerade überlegen, ob das Video noch heute kommt. Ne, es kommt dann erst morgen, auf Montag. Frisch auf Montag kommt das Video. Die Queen wird hoffentlich dann diese Woche auf 39 gehen, also schon mal geil. Dann noch ein Level bis 14, dann können wir uns auf den King konzentrieren. Ebenso die Bogenschützentürme, die letzten würde ich dann gerne mal starten. Das sind noch 1 und 2. Das Problem ist, wenn die hoch sind auf Level Nummer 12, gehen sie noch auf 13. Das heißt, danach gehen sie, dann werde ich sie auf 13 ziehen. Und dann als letztes die Kanonen von 11 auf 13, wird auch noch ein paar Tage dauern. Kanonen dauert jeweils 6 Tage. Ich glaube, die Bogentürme kosten 7 Tage. Der dauert 7 Tage. Das ist okay. Ich überlege gerade, ob ich jetzt erst die Bogenschützentürme alle auf 12 bringe, dann die Kanonen auf 12 und dann die Bogietürme erst auf 13. Oder ob ich erst die Bogie halt auf 13 und dann die Kanonen auf 13. Meinungen auch gerne in die Kommentare, was ihr geiler findet. Ich weiß es halt noch gar nicht, was sich mehr lohnt. Genau wie im Labor, Meinungen sind gefragt. Und ja, dann werde ich ein bisschen weiterfahren mit Queen Walk
Kann ich nur empfehlen, werde versuchen, Champion 2 zu gehen. Das sind 3500 Pokale. Aber Champion 1 ist auch ganz okay. Manchmal ist es halt so, da greift man unkonzentriert an nebenbei, wenn man was anderes macht, dann verliert man halt Pokale. Hier seht ihr das, wo viele Pokale ich allein schon verloren habe. 23, 23, 17. Ja, das kann halt passieren. Aber ja, wenn man nicht gut rechnet mit der Queen im Boost, muss man aufpassen, dass die Queen kein Damage bekommt. Und bevor die Queen ein Damage bekommt, verliere ich dann lieber Pokale. Weil ohne Queen kannst du so einen Boost nicht durchziehen, wenn du mit Queen Walk arbeitest. Ganz einfach. Ja, sonst habe ich erstmal zu berichten. Ich glaube, ich will kurz noch drauf schauen. Ich glaube, der Biver hat noch hier 3 Sterne gedrückt. 3 Sterne gedrückt. Da, der Biver, 3 Sterne, wunderbar. Hat er gedrückt hier. Gegen eine Anti-3-Sterne-Base holt er 3 Sterne mit den genervten Hexen. Finde ich super stark von ihm. Super stark. Weiter so, mein junger Freund. Weiter so. GoBiBi, stark auch gegen Anti-3-Sterne-Bases. Man muss halt Glück haben, dass die Gullungs vernünftig laufen. Die Gullungs müssen die Hexen und die Magier gut beschützen. Ebenso darf AOE-mäßig nichts auf die landen. Auch von der Seite angegriffen. Der Sprung natürlich perfekt hier. Der Sprung war echt gut. Da kommen die ganzen Hexen rausgeballert. Oh, ich liebe Hexen, von außen alleine. Sie sind stark, es sind die Hexen. Jawohl, Hexen, zeig, was sie können. OP sind die Hexen. Schieß den ganzen Scheiß kaputt, wunderbar. Da kommen die Skelette, gefällt mir auch. Sehr, 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 sehr geil. Die Skelette lösen ja keine Bomben mehr aus, also keine Riesenbomben und so weiter. Das ist ein bisschen blöd. Das wären echt 3, das ist natürlich super lucky hier, weil seine Armee schon ein bisschen eingesteckt ist. Aber die Hexen rechts laufen echt gut vorbei. Jetzt werden die Hexen da oben getötet von der Kanone. Ne, es läuft noch, es passt noch. Sieht noch gut aus, wir geben auch 2-fache Geschwindigkeit. Die Queen mit 16 geht auch ein bisschen durch hier, das ist ganz okay. Der King ist schon dead. Er hat noch ein paar Truppen zum Aufräumen sogar noch sich behalten, sehr, sehr cool. Der eine Golem hier, der tankt echt gut weg. Der gemaxte Golem aus der Klammerburg ist echt gut zum Tanken. Das ist auf jeden Fall krass. 2 Magertümer noch, ist ein bisschen böse hier. Gegen die Hexen, noch ein paar Hexen übrig. Mages sind noch da, die Mages sterben nicht. Die schaffen es vorher, den Magerturm kaputt zu machen, bevor sie weggebraten werden. Ja, jetzt laufen die Mages genau da rein. Oh, die Mages da oben. Dumm, nein, die Hexe auch noch, die Hexe auch noch. Aber die Queen kann, glaube ich, sogar noch gezündet werden. Ist noch komplett voll. Ganz viele Hexen hier, also 2 Hexen mit ganz vielen Skeletten sind noch am Start. Der Golem hängt jetzt ein bisschen fest, scheißegal. Die Queen gönnt sich dann mal hier den Magerturm, macht sie auch. Die letzten Aufräumtruppen wurden gespawnt, beziehungsweise gesetzt. Und hiermit erreicht er am Ende sogar die 3 Sterne. Ein bisschen knapp, aber ich finde sogar Zeit, ein bisschen knapp von der Zeit, aber egal. 3 Sterne, gefällt mir. Schöner Angriff. Weiter so. Ey, was ich noch machen wollte? Ich wollte noch den hier. Nein, den hier. Profil. Und den hier auf grün. Weil zurzeit Clan War Pflicht ist wegen Doppelt-EP. Dann willst du einmal willst du so eine Woche mal nicht mitmachen, bam, sofort Pflicht. Wegen Bonus. Egal. Ich bin in der Champions League, in der Champions League, ich bin stolz darauf. Nein. Plan übrigens, für Leute, die sich fragen von wegen mit den Pokalen, Plan ist es wirklich, ich hatte vor, mit Rathaus 9 wollte ich in Champion gehen, habe ich geschafft. Mit Rathaus 10 möchte ich gerne in die, also quasi Rathaus 9 Max wollte ich in Champion, geschafft. Also bestes Ergebnis 3624 war mit Rathaus 9. Mit Rathaus 10 möchte ich gerne in die Titanenliga gehen. Gemaxt natürlich erst Rathaus 10, wenn wir damit fertig sind. Wenn wir ein bisschen die Mauer machen oder so, also kurz vor Max, wenn nur Mauern fehlen, können wir uns auf die Titanenliga konzentrieren. Und wenn wir Rathaus 11 gemaxt sind, ist der Plan wirklich in die Legendenliga zu kommen. Ich meine, ich glaube, die heißt sogar Legendenliga. Heißt die Legend? Legendenliga? Irgendwie sowas. Wir schauen mal kurz auf die besten Spieler. Das ist so der Plan. Ich habe irgendwann, wenn ich Rathaus 11 Max bin und irgendwann mal viel Zeit habe und Bock habe, werde ich sogar versuchen mal, also es ist ab 5000, glaube ich, geht's da los. Oder schon über 5. Jetzt gehen wir kurz runter. Also 5500 so ungefähr. Plan wirklich hier hingehen und vielleicht mal ein Ziel. DE, ja gut, DE Top 100 oder so. Irgendwann mal mit Rathaus 11 gemaxt, wenn halt kein Content mehr da ist, werde ich mich voll auf Pokale konzentrieren. Das wird es auch mal geben, wenn ich natürlich da Bock drauf habe. Aber in diese Liga möchte ich auf jeden Fall mit Rathaus 11 Max. Außer natürlich, wenn ich Rathaus 11 Max bin und wenn Rathaus 12 kommt. Dann nicht, dann erst mit Rathaus 12 Max. Weil dann ist ja wieder Content da. Ich habe noch einiges vor. Ich habe noch Bock auf das Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über ein Däumchen nach oben. Seid ein Haufen super nicer Boys. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.